Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Crew 2. Ja, so, ich bin dran und fliege ein bisschen. Was gibt's denn Schönes zum Fliegen hier? Das haben wir gemacht. Echt? Ja, das oben haben wir noch nicht gemacht. Ich dachte eigentlich, wenn man was gemacht hat, dann. Dann blinkt es nicht mehr. Dieser Pfeil nach unten Ach blinkt dann nicht mehr, weißt du? so. Das hätten sie auch einfach weglassen können. Du musst verstehen, was für Muss eine ich ein Flugzeug auswählen oder was? Ja, das wechselt automatisch, wenn du reinfährst. Sie hat viele Achso. Rekorde aufgestellt und Kannst ja schlecht mit dem Jeep da rumfliegen. Ja, doch. Hast du doch im letzten Part gesehen. Da Im kannst du auch mit dem Boot Boot fahren. Fliegen. So, komm, lass mal krachen hier. Oh, ein See. Cool. Jetzt dachte ich, ich kann voll durchstarten. Das ist bestimmt der Lacke Maggiore. Bestimmt. Ja. Bestimmt. Das ist bei uns der Seepark. Seepark, der Dietbach. Ja. Tiefflug. Kann ich. Das ist gut. Ah, schade. Gut. Hochziehen. Luftdrift. 200 Meter. Ach, Gib ihm. Sofort. Achso, ich muss noch. Und dann ein Looping. Aber ich würde ein bisschen steigen, oder? Machst du doch automatisch ein Mut zur Lücke. Das was ist, wenn du jetzt ins Wasser fliegst? Mache ich nicht. Nase, Nase, Nase. Siehst du? Selber Nase. Hä? Ah. Ja, ich dachte schon. Und kann jetzt sagen, kommt Freestyle Time. Jetzt zeig mal was. Zwischen den Listen erhältst du Zeit für Freestyle und um zu zeigen, was du wirklich drauf hast. Ja, wieso zählt der nicht? Musst du beides beherrschen. Weiß nicht. Ich flieg doch hier auf den Kopf. Das. Oje, oje, oje. Oje, oje, oje. Ach, jetzt? Checkliste. Senkrechtflug 250 Meter. Danach ein Außenlooping. Ja. Und 250 Meter Sturzflug. Oh. Du bist nicht mehr steil. Nein, du bist noch nicht fertig. Ja. Papplapapp, mach ich halt das zuerst. Flieg nach oben. Wieso war ich denn nicht mehr steil? Weiß ich nicht. Jetzt Außenlooping. Was schreiten die da so im Hintergrund bei der Mucke? Das ist halt so die Musikrichtung wahrscheinlich. Aha. Ich dachte, ja, das ja, geht immer so ein bisschen. Bisschen, ja. Freestyle-Zeit. Wow, wow, wow. Alter, Alter, da kriegst du ja voll einen an der Pfanne. Ja, geht schon ein bisschen, ne? Ich mach das jetzt einfach so, weißt du, ich... Was? Wollte eigentlich was geht ab? Ich wollte kombinieren Rolle Tiefflug und 500 Meter. Oh, eine von zwei Rollen hast du gemacht. Oh, hier ist aber gefährlich mit den Bäumen, ne? Ja, das gehört so. Dann mal halt gleich noch ein Looping und die Rolle und dann Tiefflug. Zählt es schon mit diesen Wipfeln, wenn du irgendwie. Ja, du musst halt, denke ich. Weil die Bäume sind halt schon extrem hoch. Ich denke mal, das wird gar nicht zählen, oder? Zum Tiefflug. Nee, nicht wirklich. Da kannst du ein bisschen Tiefflug machen. Alter, vibriert der. Aber das ist immer noch nicht tief genug. Nee. Ich glaube, das muss man am See machen. Nee, ich glaube. Alter, ich rasiere hier schon die Bäume ab. Der hat dich rasiert. Ja, aber komplett. Alter, ich bin noch nicht so weit geflogen, oder? Oje. Noch 10 Sekunden. Da waren es paar Meter. 81, um genau zu sein. Dung. Wie knapp. Habe ich es jetzt nicht geschafft. Dung. Boom. Dung. Boom. Naja. Doch, hast du gewonnen. Naja, aber... Achso. Erstes Auto kam. Ah, dann sind wir jetzt aufgestiegen. Oder? Ja, jetzt sind wir ja populär. Oh, da hinten ist der Loot. Links. Wo ist? Links ist der Loot. Ah. Hey. Ah. Ah, da sammelt okay. Er dann automatisch. Das wusste ich nicht. Jetzt verfügbar. Live hat angerufen. Sie wollen uns wieder haben. Das ist ein Biker, habe ich gerade gesagt. Waren und auf unsere Chance gewartet haben? Sieh uns jetzt mal an. Jetzt gibt's einige neue Missionen. So, Motorradfahren. Ich will Motorradfahren. 45 neue Aktivitäten. Na dann, läuft bei denen. Ist ja nicht so viel, ne? Ja, da eskaliert's gerade ein bisschen. Ja. Oh je. Oh je. So, kann ich jetzt Motorrad fahren? Ja, du musst halt in, im Moment kann ich in diese Offroad-Basis. Unten das Orange, ne? In das hier? Das rechts. Das, was leuchtet. Das hier. Das da, genau. Da musst du jetzt hin. Und dann kannst du dort Mopeds suchen. Zu den Mopeds laufen und kannst dir dann eins aussuchen von
dreien. Mal gucken. Ich glaube, eins, ich glaube, zwei sind KTM und eine war Suzuki. Werden wir gleich sehen. Mal gucken. Oder Kawasaki. Wahrscheinlich eher eine Kawasaki. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall waren es zwei KTM. So. Das weiß ich noch. Ja. Geh weg, lass mich aus der Sonne. Alter. Oh, ist ein, oder? KTM. Ah, nee, Kawasaki. Du kannst sogar mehr nehmen. Eine Susi. Eine Susi und eine, noch eine KTM. Ja. Ich glaube, die Susi oder gab es die auch bei der Beta? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Das weiß ich nicht. PS-mäßig sind die alle gleich. Ja, ja, die geben die sich fahren, auch alle nichts. Die fahren alle. Naja, ich habe die KTM genommen, weil sie orange war. Nein, ich fahre Kawasaki. Wenn wir schon bei grün sind. Kannst du auch eine... Wie viel kostet die? 109.000? Kaufen? Was? Sind die bekloppt oder was? Stimmt, die musst du kaufen. Kostet die 109.000? Alter. Tatsache. Echt? Was soll denn das für eine Maschine sein? Vielleicht habe ich auch deswegen die KTM genommen, weil die vielleicht günstiger war. Never ever ist so eine Maschine so teuer. Da kriegst du einen ganzen Fuhrpark für. So, aber jetzt kann ich hier. Ja, jetzt. Jetzt habe ich schon wieder richtig Kohle rausgeballert. Jetzt werden die freigeschalten. Jetzt habe ich wieder richtig Kohle rausgeballert. Das erste, was ich in meinen letzten Plays mache, ist erstmal Kohle rausballern. Immer die Kohle, die ich hart verdiene, gerade mal auf den Kopf hauen. Beim richtigen Motocross geht's um die Sprünge. Die Fans haben nicht genug davon bekommen. Also zeig mir mal, wie gut du fliegen kannst. Aber pass bei der Landung auf. Ich wechsle dann aufs Moped. Hä? Was geht? Ah. Ich dachte, ich bügel die da jetzt erstmal weg. 3, 2, 1, los. Meins. Haben die alle eine... Ey, das ist aber keine gute Schutzbekleidung, die der da trägt. Das müssen wir jetzt... Hallo? Doch, Helm reicht. Alter. Ja, genau. Ja, genau. Flieg halt noch weiter. Das ist, glaube ich, auch ein Rundenrennen. Jo, jetzt erstmal direkt einen Flip hingelegt. Nein! Ja, ja. Fuck. Jo, jetzt. Ja, da gibt's halt keine Follower für, ne? Schade. Bin voll der finde ich eigentlich auch schade. Oberbabu, ja, was Mopedfahren angeht. Ich meine, das ist ja viel cooler, wie wenn du da jetzt irgendwie, Ahnung, mit dem Flugzeug da... Am besten wär's, wenn... Oh, fuck, falsch aufgekommen. Wenn Superman machen könntest, weißt du? Oh Gott. Oh Gott. Verkackt. Wieder zu viel gewollt. Aber steuern tut er sich, wie so ein Moped halt. Nicht wirklich gut. Ich hab das mit dem Nitro noch nicht so ganz drauf. Weiß zwar nicht... gehen Sie mir aus der Sonne. Ja, du musst hier halt aufpassen, dass du die Kurve nicht als zu eng nimmst, weil da sind meistens Steinchen und so. So, zweite Runde geht's wahrscheinlich erst, ne? Man muss sich diese ein, zwei Sprünge merken, da wo diese runden Dinger sind, weißt du, dass du da vorher Nitro einsetzt. Dafür muss ich es mir erstmal aufsparen, ne? Ja. Ich glaube, hier war eine. Ah, ne. Fast schon. Ein bisschen. Wo war das? Der hat dir gerade ein bisschen am Popo gedreht. Und hier, glaube ich, oder? Ja. Die bremsen Fuck. Halt einen voll aus. Ja. Wenn du es halt falsch machst, dann funktioniert der Spaß halt nicht. Nee. Und hier, glaube ich, auch nochmal. Fuck. Also das ist gar nicht so einfach, da muss man sich schon sein Nitro aufsparen. Ja, also hier auf jeden Fall. Nicht zu eng? Doch, eng ist immer gut. Da ist sie. Fuck! Nein, nicht verkacken! Oh. Alter, das war bestimmt so mega knapp wieder. Ja, ich glaub's auch. So, war einfach. Ja, genau, habe ich auch so gesehen. Also das... Da ist die Steuerung schon echt heftig. Ja, die ist schon ein bisschen gewöhnlich. Was lila ist. Fahr hin. Gib mir lila und blau und grün. Gib mir alles. Nicht schlecht. Bestimmt, weil ich den Ultra-Shit gemacht habe. Oh, Reifen auf lila. So, wie kann ich das ausstatten? Der rechte... Oh, Fotoaufgabe in der Nähe. Ah, ja. Performance.
Falsch, ja. Getriebe. Schitteure Gerät. Das war? Blau. Ah, nee. Ja. Ne, Lüfter, oder? Ah, Reifen war. Reifen lila. Was gibt's denn da schon erstmal? Da habe ich Yokohama. So, Fotoaufgabe hast du gesagt? Ja, musst du gleich Y drücken und annehmen. Hallo? Ah, jetzt Y. Flug des Kondors. Ja, das heißt, jetzt muss ich also du Y und jetzt A annehmen. Und jetzt? Und jetzt musst du irgendwo im Himmel gucken, irgendwo ist ein Kondor. Da. Ich glaube, da hinten fliegt. Und wie kann ich auf Steuerkreuz links? Na dann, gucken wir mal uns den Kackvogel an. Ein schönes Foto. Muss ja irgendwie das Cash jetzt wieder reinholen, ne? Ja, das stimmt allerdings. Ich habe so viel Kohle rausgeballert. Nein, falsch gedrückt. Ich bin so schielig. Hast du wieder Steuerkreuz gedrückt? Nee, ich habe einen Trigger reingedrückt. Also L3 war das in dem Fall. Ja, hallo. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, drück mal einfach B zurück. Hallo? Hä? Was machst denn du da? Ich habe keine Ahnung. Ich war doch gar nicht mit dem Flugzeug unterwegs. What the fuck? Ja, wahrscheinlich war das irgendwie... Oh Gott, ich habe Spiel gelöscht. Tja, was sehen wir jetzt wieder? Einen schwarzen Bildschirm. Ich wollte doch nur den... So, jetzt. Jetzt ist er eh weg. Da, nee, da unten. Aber die Fotoaufgabe zeigt er nicht mehr an. Nicht? Alter. Da hat's der Dirk verkackt. Ja, wie immer. Die 15.000 Cash so einfach verdient. Und für den scheiß Vogel. Ah doch, der ist sogar noch, ja, da. So. Lacker. Ja, das habe ich gewusst. Aber jetzt kommst du nicht nah genug ran. Doch. Und jetzt, was muss aber ich jetzt gucken? Guck mal in die Luft. Vielleicht ist es auch kein Kondor. Vielleicht ist es so ein Aasvogel oder so. Ein Aasvogel? Ja, so ein Aasvogel. Ein Piepenmatz. Nee, das wird ja schon sein. Da oben. Der vielleicht. Ich hoffe es für ihn. Hallo? Das sieht aus wie ein Pleitegeier. Nee, dann ist es vielleicht doch der da links. Ja. Muss halt näher ranfahren oder so. Ja. Davon. Sollte reichen. Da hat schon aufgeblinkt. Der hat Katsching gemacht. So. Der sagt, hallo, ich bin hier, fotografiere mich. So, jetzt bin ich einmal geflogen und einmal Moped gefahren. Was mache ich noch? Das darfst du dir aussuchen. Ey, das ist auch nur so ein scheiß fucking... Ah, ne. Oder? Ah, da, Kondor. Der sieht aber auch aus wie so ein abgewichster Adler. Oder ein Geier oder wie auch immer. Ist ein Kondor nicht ein Geier? Keine Ahnung. Deswegen so ein Aasfresservogel. Aha. Dick Cash in die Tasche. Ja, so gehört sich das. Hat wohl nicht funktioniert. Oh, fuck. Das war super. Ja, ganz toll. So, komm, fahren wir hier nochmal Bötchen. Ein bisschen Abwechslung reinbringen. Oh, 99 von 90 Punkten, die wir brauchten. Das heißt? Nix. Kann ich jetzt hier aufs Motorrad wechseln? Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt aufs Motorrad wechseln kann. Bestimmt. Nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht doch, über Fahrzeug, wenn du es auch als Favorit oder so hinzufügst. Ja, vielleicht. Aber dann bist du ja gleich wieder draußen. Bist du dir mit dem Rennen sicher? Und ich sage Alexandra. Nicht, dass du dir zu viele Sorgen machst. Aber diesmal schon. Alles ist bereit. Bis zum Rennen in Vegas zeigen wir unser Können an neuen Schauplätzen. Und hoffen, der große Sprung bedeutet große Zahl. Das ist die Weil ich muss sagen, bis jetzt waren die Rennen alle echt knapp. Ist ein großes Risiko. Mhm. Die sind wirklich nicht so einfach. Wir müssen jetzt eingehen. Außer also die Flugzeugdinger, die sind irgendwie einfach, finde ich. Ja noch, aber warte mal ab, wenn du da auch noch rennfliegen musst. Ja stimmt, wir machen ja bis jetzt nur so Kunstflüge. Ja. Da kannst du nicht viel verkehrt machen, außer abstürzen. Du stürzt halt ab die ganze Zeit. Ja. Wobei jetzt die Gegend da, wo du jetzt warst, die war auch gar nicht so einfach. Nee. Eigentlich. Oh, guck da mal, die knüppeln sich gegenseitig weg. Die haben das bei dir gesehen, wie du ja, das in der Beta gemacht hast. Wie man das macht. Ich muss mich halt auch noch voll umgewöhnen irgendwie. Wenn es geht, versuch die Sprünge so gut wie es geht zu meiden. Warum? Weil die machen dich halt nicht so schnell. Achso. Wenn du außen rumfährst, bist du meistens schneller. Ja. Verstanden! Nur wenn es halt wirklich nicht geht, dann nimmst du halt lieber. Nimmst den Sprung halt einfach mit. Woran ich mich immer noch gewöhnen muss, ist, dass die Karte unten rechts ist. Ich bin jetzt eigentlich gewöhnt von den meisten Rennspielen, ja, dass die links ist. Es geht. Hä? Was machen die denn da? Ja, die knutschen wieder. Die haben sich gegenseitig bestiegen.
die Ferkels. Ey, der da vorne ist ganz schön fest. Ja, ja, den kriegst du noch. Ist halt, Achso. Hätte ich mir... Was hätte ich, ja, machen Sie? Fuck. Habe ich wohl schon wieder verkackt. Das ist cool. Was? Das da. Warum? Huch! Alter Falter! Die Stelle ist cool, die habe ich in der Beta auch gespielt. Das Rennen hat echt Spaß gemacht. Vor allem jetzt hast du noch diese Stromschnelle da kurz da gehabt, weißt du? Ja, das ist auch voll cool gemacht. Das ist ja nice. Hey Dana, bleib mal da. Ziehst du deine Schnauze auch hoch? Nee. So kann ich nicht fahren. Da kann ich nicht lenken. Ja. Hey. Also es muss deine Schnauze hochziehen, weil ja, du, ja, ich merke das. Jetzt wird es ganz schön eng. Ja, das wird nix. Ich glaube, ich werde nur Dritter. Das mit der Schnauze hätte ich mir nochmal in Gedanken rufen sollen. Achso, hast du das die ganze Zeit nicht gemacht? Nee. Achso, okay. Menno! Ich hab's vergessen. Naja, man muss halt ja nicht jedes Rennen gewinnen, ne? Nee. Aber Dritter ist schon ganz schön schlecht. Ja. Ja, gut, was willst du machen? Ja. Haben wir jetzt sogar weniger Geld bekommen? Nee. Oder? Wie, wenn wir jetzt Erster geworden wären? Weiß ich nicht. Hab nicht drauf geachtet. 1800 Cash, glaube ich. Was? Nee. 13.500 oder sowas haben wir. Achso, nee, das war die Popularität. Ja. Oh, kein Risiko, keine Belohnung. So ist das nun mal. Man muss sich entwickeln, um relevant zu bleiben. Und wenn das bedeutet, dass man neue Austragungsorte ausprobieren muss, von Downtown bis hin. Ja, sag ich doch, Lago Maggiore. Dann ist es das, was wir tun sollten. So ähnlich. Es ist ein Risiko. Es nutzt nichts, neue Fans zu gewinnen, wenn wir die alten verlieren. Die Balance zu finden. Das ist die Kunst. Können wir jetzt Auto selber bauen? Ja. Hinter dir ist übrigens die Beute. Steht ja da. Ist alles noch gelber Scheiß oder grün? Ja, grün. Egal, am Anfang ist alles gut. Ja, das stimmt allerdings. So, dann gleich einbauen. Wird gleich alles verbaut. Performance. Ach stimmt, wir haben hier fürs Boot noch gar nichts. Nee. Sind wir schlecht. Ja gut, man sollte halt auch mal Boot fahren, ne? Ja. Um auch irgendwie was zu bekommen. Deswegen habe ich auch so abgelost. So. Bestimmt. Ja, ich glaube, schaffe ich noch eins? Einen schaffe ich noch. Doch. Ja, aber richtig, ich muss nur nochmal raus. Erstmal ein bisschen an die Steuerung gewöhnt. Aber siehst du, ich habe meine Kohle schon fast wieder, die ich rausgehauen habe, fast wieder drin. Das sieht aus, als wenn man hier irgendwo durch den Fluss fahren müsste. Du, 102 empfohlene Stufe, 105. Gibt's auch was Einfaches? Ganz links gibt's eins. Also ich glaube, das, was du jetzt gerade gefahren hast und ganz links, da unten am Dock, ja. Das sind die Anfangs-Events. Ja. Der hat 90 und der andere hat 90. Genau. Und wahrscheinlich habe ich irgendwas gefahren, wo du 150 haben musst. Und die anderen zwei, die haben, glaube ich, beide 105. Ja. Naja, noch ein so ein Ding. Oh, da oben war ja so ein Flugring. Was, ein Flugring? Ja, so ein Ring, wo du mit dem Flugzeug durchfliegen jetzt müssen. Aber wenn du lernst, sie zu nutzen, die habe ich bei der Beta, glaube ich, auch nicht gesehen. Und tragen dich zum Sieg. Ja, mach's Loch auf, Mann. Ich war in der Beta, war ich so schlecht. Da habe ich den Punkt nicht getroffen. Weil ich unbedingt mich so drehen wollte, dass ich in das Ding fahre. Dann bin ich voll an dem Punkt vorbeigeflogen. War schon witzig. So, Schnauze nach hinten, nach oben meine ich. Genau. Alter, das Vibrieren, das geht mir aber voll auf den Sack, weißt du das? Ja, ja, wir wechseln den Controller später. Wieso fahre ich denn so krumm? Alter, der hat mich auch bestiegen. Wo fährt denn der eine hin? Nach Timbuktu! Aber so viel bringt das nichts. So viel bringt das nichts. Das kommt dir vielleicht jetzt so vor, also das bringt schon einiges. Naja gut, ich fahre mal zumindest 237. Und ich meine, ja jetzt, also ich meine, eigentlich kannst du fast in den ganzen Rennen die ganze Zeit die Schnauze oben haben. So scharfe Kurven gibt's eigentlich nicht am Anfang. Und ich verstehe, was du denkst. Wo geht's denn lang? Ah. Du musst halt einfach nur meistens rechtzeitig einlenken, weißt, dass du schon vorher in die Kurve einfährst und dann passt sich das eigentlich alles mit hochgezogener Schnauze.
Ja. Aber die sind trotzdem ganz schön fucking nah dran, weißt du das? Mhm. Ja, die. Ich habe auch das Gefühl, eine Bilder gehabt, die haben. Oder die sind halt einfach die ganze Zeit ziemlich nah an einem dran. Oh, auf die AIDA! Ja, das ist übrigens, das weiß ich noch ganz genau. Rechts, 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 rechts. Dass das auch ein Bild ist, was du machen musst. Das aber wird jetzt, ja, das aber wird jetzt nicht, ne? Ne, ne, jetzt nicht. Das ploppt nach dem Rennen auf, weil ja, du, glaube ich, hier in der Nähe gleich beendest. Ja, und dann bin ja schon bei 80%. Steht da Fotoaufgabe hier, fotografiere das. Luxusschiff. Ja, das war, glaube ich, die einzigste Kurve, wo ich meine Schnauze... Echt jetzt? Warte, nicht reinrammen, nicht reinrammen. Den kriegst du. Ah. Den kriegst du. Ich habe schon gedacht... Es ist aber immer einer, der an einem klebt. Ja. Immer einer. Ich habe schon gedacht jetzt echt, dass das schon vorher das Ziehen, ne, war. Die ziehen als auch die Schnauze nicht ein, weißt du? Mhm. Oder halt nur selten. Hammer. Hammerhart. So, wo ist mein Loot? Da. Oh, ein blaues nur... Ah, zwei blau. Okay. So, aber dann würde ich sagen, sind wir durch. Propeller und ein Schlauch. Ein Propeller? Ah, nee, es war ein Ausbruch. Schlauch. Willst du nicht noch schnell das Foto? Nein, da kommt schon das nächste. Das ja, okay. Darfst du im nächsten machen. Das ist mir dann gerade egal. Okay. Ja, dann machen wir ja Feierabend und dann darf der Alex sich im nächsten Teil wieder austoben. Fotografieren, fotografieren, fotografieren. Ja, machst den Fotowaschel. Ja, ich bin der Paparazzo. Ja. Also gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.